Hallo Leute, mein Name ist Aborg und heute spielen wir Skyblock in Roblox. Heute ist mal wieder ein bisschen Skyblock dran. Ich hatte in letzter Zeit gar nicht so viel Zeit, mir Skyblock anzugucken, Leute. Ich bin ehrlich zu euch, ich hatte nicht viel Zeit, weil ja, ich hatte ein bisschen viel im Real Life zu tun. Und es kam so das ein oder andere Update, und zwar das mit den Washing Stations, mit dem Angeln und so weiter. Also ein Abonnent, ich habe den Namen vergessen, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Tut mir leid jetzt, aber du wirst das Video mit Sicherheit gucken, hat mir eine Angel schon geschenkt. Und ich war damit schon ein, zweimal fischen, aber ich muss mir das ganze Update noch angucken. Und das machen wir in diesem Video. Wir gucken uns das Update in diesem Video an und ich versuche auch meine Farm, also meine Insel ein bisschen umzubauen. Ihr seht schon, meine Farm ist extrem klein geworden. Die hat nur noch 4 Stages, aber die hatte zwischenzeitlich mal über 20. Und dann kam das neue Update und dann war auf einmal, sahen die Zwiebeln so aus. Moment, ah Leute, ich gehe hier hin. Auf einmal sahen die Zwiebeln so aus. Und ich habe erst gedacht, die haben einfach nur die 3D-Model von den Zwiebeln geändert. Aber dabei haben die das mit dem Update so geändert, dass man die Zwiebeln jetzt irgendwie abwaschen muss und so. Und ich glaube irgendwie, meine Farm ist nicht mehr so effizient. Deswegen habe ich die jetzt mit mehreren Abonnenten und also mehrere Abonnenten haben mir geholfen bei einem kleinen Teil. Aber den großen Teil habe ich selber abgerissen, weil dann irgendwann, ihr könnt euch vielleicht erinnern, hier waren ein paar Vending Machines und da hinten war ein Smelter. Ich hatte ein paar Leuten Baurechte gegeben, die mir beim Abreißen geholfen haben. Die meisten haben mir geholfen, aber einer war dabei, der mich gescammt hat. Der hat mir erstmal hier schön die Vending Machines und meinen Smelter abgezogen. Und ja, jetzt habe ich mir einen neuen Smelter gekauft für 500.000 Coins bei jemandem, ich weiß gar nicht, wo der herkam, vom offiziellen Skyblock-Discord. Naja, auf jeden Fall gucke ich mir jetzt mal an, was ich mit der Angel so alles angeln kann, weil ich habe bisher auch noch gar keine neuen Blueprints oder sowas. Hier ist auch der Fisherman. Hier kann man anscheinend auch keine, was wollte ich sagen, keine Quests erledigen. Und ich habe auch ein paar Fische geangelt. Ich weiß aber nicht, welche das waren. Aber ich habe den Carp. Vielleicht heißt das Karpfen auf Deutsch. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Fischen nicht aus. Der sah auf jeden Fall so aus wie dieser hier. Und den versuchen wir uns jetzt mal zu holen. Klappt das? Klappt das? Hey, komm. Komm her, Fischi. Let's go. Komm her, Fischi. Komm her, Fischi. Fischi, 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 Fischi. Wie funktioniert das Angeln in Skyblock? Wie funktioniert das? Ich bin ein Noob. Ich bin ein Skyblock-Fischer-Noob. So, ich glaube, jetzt hat es funktioniert. Ja, ich habe ihn. Juhu. Okay, let's go. Das war gar nicht mal so spannend. Deswegen würde ich sagen, baue ich jetzt erstmal meine Insel um. Ich finde, wir müssen ja immer diese ganzen Quests machen. Und bei den ganzen Quests geht es ja immer darum, Getreide anzubauen, Kartoffeln anzubauen, Berry Seeds zu ernten, da hinten Grapes und Tomaten zu ernten und so weiter. Und ich habe das hier alles hinterm Haus so ein bisschen versteckt. Aber weil ich ja eh dabei bin, meine Farm abzureißen, ich werde die wahrscheinlich noch komplett abreißen. Die 4 Stages, die werden nicht mehr lange da sein, weil ich glaube, das ist nicht mehr so effizient. Und ich würde es eigentlich schöner finden, weil ich habe eh 21 Millionen Cash. Ich glaube, das ist bald gar nicht mehr so viel, aber ich finde das eigentlich viel schöner, wenn die Map schön ist. Und ich finde so eine Onion Farm eigentlich nicht so schön. Und ich finde, diese Farm, diese Felder hier kann man schöner zur Geltung bringen. Und deswegen ja, werde ich jetzt ein bisschen meine Insel restrukturieren. Ich weiß nicht, ob ich das hier mit diesem Treppenaufstieg zum Portal so lassen werde. Gefällt mir eigentlich recht gut, aber ich weiß nicht, wie das ins Bild passt, wenn ich die Insel so ein bisschen umbaue. Weil ich will die Felder so ein bisschen vergrößern. Ja, und das machen wir in dieser Folge mal. Und ich gucke mir auch mal so ein bisschen das neue Update an. Let's go! Also es wird wahrscheinlich einen kleinen Zeitraffer geben. Bis gleich. So Leute, jetzt habe ich hier ein bisschen was gebaut und zwar habe ich jetzt hier mir so ein kleinen, oh das ruckelt ein bisschen, einen kleinen Weg gebaut. Ich habe jetzt hier, das ist so ungefähr mein Ziel, dass das jetzt hier ja ungefähr in dem Style ist. Also man kommt dann, Moment, ah, Moment, so, man kommt dann hier von dieser Treppe runter und diese Farm, die werde ich komplett löschen, habe ich mir jetzt so überlegt, weil ja, das macht einfach keinen Spaß, so eine automatische Farm. Und dann hat man hier so, ich will das alles in dem Style haben, dass man hier so schöne Wege hat. Da habe ich dieses Gras weggemacht, so dass das so ein brauner Weg ist. Und dann habe ich überall
Berrybushes, ein bisschen Rasen und so hier hingemacht, ein paar Bäume gepflanzt. Also Blumen kann ich hier leider nicht pflanzen, weil ich den Game Pass nicht habe. Und dann komme ich hier hin und habe dann hier so ein kleines Onion-Feld. Und hier in der Nähe werde ich hier, so ein paar Abzweigungen und so weiter machen. Und dann da meine ganzen anderen Felder reinmachen. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie euch das gefällt. Und ihr könnt mir auch ein paar Verbesserungsvorschläge in die Kommentare reinschreiben. Und jetzt gucken wir uns erstmal das neue Update rein an. Ich weiß gar nicht genau, bevor ich nämlich jetzt die ganzen Felder hier baue, vielleicht ist es ja sinnvoll, Items von dem neuen Update zu verwenden, weil ich habe gesehen, es gibt eine Gießkanne und es gibt noch so ein paar andere Sachen, aber ich habe das ehrlich gesagt noch nicht richtig verstanden. Also ich habe gesehen, hier unten ist eine Gießkanne, die kann ich mir jetzt einfach mal craften. Ich weiß nicht genau, was sie bringt. Und dieses Water Catcher, den crafte ich mir auch mal. Ich habe die Items, deswegen crafte ich mir das einfach mal. Vielleicht finde ich dann heraus, was das ist. Das hier sind wahrscheinlich Köder. Ein Composer kann ich mir holen. Ich weiß nicht genau, das ist ein Komposthaufen, aber ich weiß nicht genau, was der bringt. So einen Wassertank kann ich mir holen. So eine Wasserbarrel kann ich mir tatsächlich nicht holen. Dafür fehlt mir Eisen und Steelwood. Okay, aber das kann ich mir ja noch besorgen. Aber ich denke mal, wir haben jetzt erstmal genug Zeug. Ich kann aber erstmal hier eben schnell meine Smelter wieder einsammeln. Also dieses Zeug, was mein Smelter gemacht hat. Aber hier in der Nähe ruckelt das immer, weil seit dem neuen Update ruckelt meine Onion Farm so krass. So, und jetzt habe ich mir hier ein bisschen Eisen gesnackt. Let's go. Okay, jetzt platziere ich erstmal die Lampe. Das ist eigentlich ganz cool, ey. Das ist richtig nice. Dann platziere ich hier mal eine Lampe. Ah, man kann Lampen nur auf, Stein platzieren oder muss da rum ein gewisser Weg frei sein? Könnte sein, dass da... Okay, dann mache ich mal diesen Rasen hier weg. Platziere hier eine kleine Lampe. Hier dann auch noch so eine Lampe. Komm, haben wir hier so ein paar Lampen. Ich habe leider nicht mehr Lampen. Ich glaube, dafür braucht man einen Game Pass. Das hat mir jemand geschenkt. Richtig nice. Okay, so, jetzt habe ich hier so ein Wasserdingens. Moment mal, das ist ein Kanister. Wisst ihr, was mir einfällt? Ich glaube, damit muss man zum See vorne, wo man fischen kann, weil das neue Update spielt sich ja alles um diesen See herum ab. Dann gehen wir da einmal hin. So, kann ich das damit auffüllen? Ne, das geht nicht. Steht da irgendwo eine Anleitung? Der Komposthaufen, den kann ich hier auch nicht benutzen. Den Watercatcher auch nicht. Kann ich die Wasserkanne? Kann ich die damit füllen? Leute, ich habe keine Ahnung. Oh Mann, ist das peinlich. Ich denke mal, so einen Composer, den kann ich hier auch mal platzieren. Ah, okay, da brauche ich auch wieder viel Platz für. Dann platziere ich den hier mal. Weißt du, der sieht ganz nett aus. Ist ein schönes Deko-Ding. Ah, ich kann hier Fisch konvertieren in Fair... Was weiß ich? Das muss ich mal eben kurz googeln, was das heißt. Ah, okay, Leute. Das heißt Düngermittel. Okay. Dann, ja, gut. Kann ich mal hier lassen. Vielleicht kann ich ja meine Onions düngen. Ich habe da keine Ahnung von, Leute. Dann platziere ich mal hier so ein Wasserdingens. Das sieht ja auch nicht schlecht aus. Das ist ja wenigstens ein schönes Deko-Element. Und was steht da? Der Wassercatcher, der füllt sich über eine langsame Zeit wieder auf. Und ich kann damit mein Werkzeug, was ich in der Hand habe, auffüllen. Ah, also kann ich zum Beispiel meine Gießkanne füllen. Ey, cool. Wartet, so. Und jetzt habe ich eine Gießkanne. Kann ich die benutzen? Ey, wie cool. Wie cool. Ey, cool. Was bringt das? Was bringt das, das zu gießen? Ich ernte das mal ab. Okay, damit kann ich anscheinend den Boden gießen. Aber wird das denn langsam wieder trocken? Aber ich gieße mal den kompletten Boden, weil dann hebt er sich auch ein bisschen von meinem Weg ab. Okay, let's go. So, Leute, jetzt habe ich mal den kompletten, das komplette Ding hier gegossen mit diesem Ding hier. Und jetzt versuche ich mal mit dem Wasserkanister. Ah, trocknet das wieder? Nein, das trocknet ja wieder. Schnell wieder nass machen. Schade, Schokolade. Ah, Mist. Einmal nochmal eben schnell. Ah, Mist, da ist nicht genug Wasser drin. Phil, let's go. So, jetzt ist wieder alles nass. Aber das vergeht anscheinend. Mist, schade, okay. Aber dann wissen wir zumindest, wir können etwas gießen. Ich denke mal, das beschleunigt, wenn ich das jetzt abernte, beschleunigt das wahrscheinlich das Wachstum. Wir nehmen jetzt mal den Wasserkanister an der Hand und füllen den sofort, sobald hier in dem Watercatcher Zeug drin ist, also Wasser drin ist. Was sage ich denn etwas? Warum nenne ich das denn Zeug? So, jetzt haben wir hier einen Wasserkanister. Kann ich damit zum Composer laufen? Nee. Wofür brauche ich den Wasserkanister? Also das habe ich noch nicht richtig verstanden. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, dafür brauche ich ein Item, was ich jetzt noch nicht benutzen kann. Ich gehe noch mal eben kurz. Ich glaube, man brauchte Maple Wood. Deswegen baue ich mal eben schnell das hier ab und platziere da noch mal eben schnell einen Baum. So, zack, hier und
Hier den Baum reiße ich auch nochmal eben schnell ab und platziere den mal eben schnell wieder neu. So, jetzt habe ich genug Holz. Jetzt kann ich da mal hier mir schön dieses Ding craften. Und dann will ich mal wissen, was das bringt. Das ist bestimmt. Warte, wie heißt das? Water Barrel. Das ist dann einfach nur ein Wasserspeicher wahrscheinlich, oder? Dann kann ich das in den Kanister bestimmt reintun und dann in den Wasserspeicher, der einfach ein größerer Wasserspeicher ist. Vermute ich mal. Wo platziere ich das Ganze? Denn ich bin ja hier eh die ganze Zeit am Bauen jetzt gerade. Dann platziere ich das Ding einfach mal hier. Komm. Hier ist überall was los. Hier sind überall kleine Sachen und das finde ich echt, sieht richtig schön aus. Das macht ein bisschen mehr her als so eine Onion Farm, auch wenn ihr euch die vorstellen müsst, als wäre die noch viermal so hoch gewesen. Aber ich finde diesen Weg hier ästhetischer schon. So, jetzt öffnen wir das mal und da steht, das Wasserfass hält eine große Menge von Wasser. Wir können das mit dem Tool in unserer Hand auffüllen und leeren. Ja, gut, habe ich ja schon mal richtig geraten. Ah, das kann ich dann leer machen. Okay, dann mache ich einfach mal hier dieses Wasserding voll und let's go. Okay, dann hole ich mir das schon mal. Hole ich mir das schon mal. Und in der Zeit, ah nee, ich habe meine Fische ja verkauft. Mist, okay. Dann mache ich das jetzt hier einmal noch mal eben schnell voll. Das Wasserfass, also meinen Tank mache ich dann mal eben leer. Mein Kanister und will das alles in diese große Dingens reinmachen. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Ihr wisst, was ich meine. Auch wenn ich jetzt nicht die Wörter so richtig finde. So, ich will mir jetzt eben mal einmal einen schnellen Fisch holen und den in Dünger verwandeln. So, jetzt. Und. Ah, man muss dann klicken. Okay, Leute, let's go. Ich habe jetzt einen Salmon. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt. Ich kenne mich mit Fischen gar nicht aus, aber okay. Aber wir können da jetzt raus Dünger. Wir können da jetzt Düngermittel rausmachen. Und das machen wir einmal. Jetzt sind wir hier bei dem Komposthaufen und da können wir da den Fisch reinmachen. Und ja. Ach, jetzt können wir das hier beobachten. Und wir haben Düngermittel. Okay, dann ernte ich jetzt einmal kurz mein Feld ab, aber nicht komplett, weil ich glaube, wir können das nicht komplett mit dem Düngermittel hier benutzen. Ich denke mal, man kann nur eine kleine Menge damit düngen. Ich kann mir nicht vorstellen, ich habe ein 8x8 Feld gemacht. Ich glaube nicht, dass wir damit 64 Zwiebeln düngen können. Und in der Zeit, fülle ich mal meine Gießkanne auf. Ups, zack. Und den fülle ich auch mal komplett auf. So, jetzt habe ich hier, jetzt pflanze ich mal ganz schnell meine Onion Seeds hier. Zack, zack, zack. Und dann werden wir sehen, jetzt werden wir sehen, was das bringt mit dem Gießen und mit dem Düngen. So, wir machen das jetzt ganz schnell. Zack, 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 zack. So, das hat nicht ausgereicht. Schnell auffüllen, zack. Und den Dünger. Ah, Düngermittel kann man nur an einer Stelle verwenden. Okay, warte, dann mache ich das. Dann mache ich hier nochmal kurz eine Zwiebel hin. Und jetzt gucken wir mal, was am schnellsten wächst. Was wird am schnellsten wachsen? In der Mitte das gegossene und gedüngte Feld, nur das gegossene Feld oder womit gar nichts passiert ist. Let's go! Und das gedüngte Feld hat gewonnen, Leute. Das hat die anderen richtig heftig abgezogen. Okay, let's go. Okay, das müssen wir uns merken. Das macht auch irgendwie viel mehr Spaß. Das hat so einen Farmcharakter. Das irgendwie macht mir das richtig Bock. Das wäre jetzt cool, wenn es noch so einen Nachtmodus geben würde. Weil dann könnten wir hier richtig schön dann würden diese Lichter hier richtig schön zur Geltung kommen. Und dann würde ich mir wahrscheinlich auch den Game Pass kaufen. Ja, bis dahin wünsche ich euch erstmal nochmal einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es mal ein bisschen anderes Skyblock-Video war mit so Timelapse und all so ein Blödsinn. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.